ist so eine Strecke, ey. Da habt ihr euch was rausgesucht. Ray, da hast du mal eine Herausforderung gefunden. Sowas brauchen wir öfter mal. Ja, sag das nicht so laut. Wieso nicht? Naja, sowas brauchen wir öfters mal, aber sowas zieht auch einen Konvoi ganz schön auseinander. Es gibt halt dafür, dass das uns auseinanderzieht, hängen wir ziemlich hier an Stoßstange versus Stoßstange. Es gibt halt welche, die sind für solche, sind bei solchen Strecken halt geübter und halt einige, die sind es nicht. Ist nun mal so. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Ja, aber dafür, dass wir sowas normalerweise nicht geübt sind, kriegen wir trotz alledem ziemlich alle an der Arschbacke an jedem dran. Biege nach rechts. Ah, Zufall. Klappt ja nicht immer so gut. Also ich weiß ziemlich gut an Ray dran. Fehlpass rechts. Mit Schranke. Ja, diese blöden Mautstellen hier. Wunderschönen guten Abend. Grüß dich. Jo, grüß dich auch. Ja, grüß dich, wer auch immer begrüßt wird. Könnt ihr mal bitte langsam sprechen, bitte? Danke. Ja. Wieder 70 oder was? Ja, geh auf 70. Wir sind auf Promo-Server. Also im Multiplayer natürlich und halt fahren wir auf dem Promo-Server. In einem Konvoi. Richtig, in einem Konvoi. Was man auch immer ganz gut im Tab sehen kann. Und da steht Server Promots. Rechts halten, ja. Und dann die Ausfahrt rechts nehmen. Weißt du, weil manchmal bringt das nichts. Warum sind heute alle Promots? Wieso? Also ich finde ich eigentlich nicht so. Also eigentlich sind auf Simulation 1 finde ich immer deutlich mehr als auf Promods. Es sind gerade mal und, über 1000. Deswegen wundert mich eigentlich jetzt, wie du darauf jetzt kommst. Also sind mal gerade erst so 1000 Leute noch im Server. Mhm. Ja, aber um mal kurz dazwischen zu grätschen, Ray. Es bringt manchmal nichts, wenn du, ob du was im Titel schreibst oder im Bild hast. Die Leute fragen gerne trotzdem. Ich weiß, nennt sich Konversation. Wenn du alle Infos schon reinschreibst, dann braucht ja niemand mehr was schreiben. Ich meine, all die live sind. Naja, also nee, bis jetzt sind, glaube ich, nur 3 live. Denke ich mal von grundsätzlich allen ETS im Multiplayer-Streamern oder so bestimmt. Achtung, rechts. Entschuldigung, ja. Genau, wollte ich eigentlich auch sagen. Ich habe bloß gehupt. Man muss halt, glaube ich, alles gut, Ray. Sagen, Promods. Es gibt halt viele Leute, die lieben Promods halt mehr als die typische Standard-ETS-Map. Richtig.
Auch wenn auch wenn so neues DLC schon immer so dann interessant ist, um sich das anzuschauen. Aber zu Promods zieht es halt sehr viele hin. Jedenfalls, wenn sie Promods spielen können, logischerweise. Oh ja. Also bist ja. Es ist aber fahrtechnisch immer noch recht wenig, Steve, muss ich sagen. Also. Ja. Wie meinst du das jetzt? Hey, bist du dran? Naja, von der Umgebung her. Weißt du, weil die sich ja alle mehr auf einem Ort aufhalten und nicht so verteilt. Das ja, ist der Nachteil, den es bei Simulation 1 nicht gibt. Jein, also bei Simulation 1 hast du auch deine typischen Standard Eckpoints. Das ist viel in Deutschland, das ist dann so in dem niederländischen Bereich. Ich bin dran. Dann ist es halt die typische Route, wobei die, ich weiß nicht, wie aktuell die noch krass befahren ist. Naja. Aber wenn du hier so den Ostblock-Bereich fährst, ist es doch sehr ruhig da. Mhm. Und bei Simulation 1 siehst du halt nur mehr, weil auch viel mehr auf dem Server sind. Deswegen kommt es einen so vor. Und dann die ja, aber die haben da, wie man schon sagt, die haben da genau ihre Points, wo auch Massen sich immer treffen. Ja, es ist so der halbwegs der komplette Deutschlandbereich, dann hier so Amsterdam und Co. Und halt die typische Standardroute, wo halt auch viele fahren. Wobei sich da auch, glaube ich, schon teils gelockert hat. Ich weiß gar nicht, wie aktiv da noch gefahren wird. Welche Strecke meinst du genau? Die Duisburg-Calais-Strecke. Da wird noch viel gefahren. Wenn du mal auf die Truckers NP Map guckst im Internet, da fällt es vom Glauben ab. Wenn du da schon geschockt willst, geh doch mal auf der Truckers NP Map von Promots und guck mal, wie es bei Kirkenes aussieht. Ey, ja. Guck Kirkenes an. Ich glaube, Kirkenes übertrifft alles. Ja, auf jeden Fall. Kirkenes ist wirklich die Stelle, die am meisten überfüllt ist, obwohl der Server nicht so voll ist. Aber Kirkenes übertrifft Duisburg-Calais komplett. Ja. Und das meinte ich damit. Und jetzt erklär mir mal bitte, was ist an Kirkenes so interessant? Was dann der Steinbruch ist. Dann erklär richtig mir, was ist so toll an Duisburg-Calais so toll? Dusche! Nur mal so, was ist denn so toll an dieser Strecke? Ich habe das bis heute nicht verstanden und ich bin die auch schon gefahren. Klar, aber es gibt viel schönere Stellen. Ich muss dir sagen, weil das viel vom Real Life rübergezogen wird. Das ist im Real Life ist das auch eine bekannte Strecke für die Überführung. Ja, was und da die Kinder dann sagen, ach, da ist mein Papa auch schon lang gefahren, mein Papa fährt vor Jahren lang. Nee, viele fahren da ja nur noch teils lang, weil da ist halt sind halt die meisten Leute. Ja, aber da auch gemeinsam sich die ganze Zeit da auch unterhalten wollen und das Ding viel los ist auch richtig. Da jetzt mal im Drehen. Aber angefangen hat es halt so ähnlich, dass man gesagt hat, ja, man fährt auch die Strecken, die man in echt halt auch krass fährt. Und dann kommen noch die Leute dazu, die halt wirklich Fernfahrer sind. Und die sagen sich dann, ach, gucken wir doch mal, wie original mir das Spiel die Strecke gibt, die ich jahrelang gefahren bin. Dann fahren die auch schon da lang, sind ja schon zwei mehr. Hat nicht sogar zwei. Und andere kommen dann noch dazu und die sagen dann, ey, hier fahren so viele, da fahre ich ja auch. Hat und das TMP nicht einen Ticken die Strecke verändert gehabt? Ja, damit ja das ein bisschen gelockert wäre da? Ja, aber trotzdem. Ich weiß gar nicht, was sie da alles verändert haben. Ich glaube, eine Tankstelle war nicht mehr anfahrbar oder irgendwas. Keine Ahnung. Und jetzt kicken es wegen des Steinbruchs zu sagen, es gibt mehrere Steinbrüche, glaube ich, im rechts nehmen. Ja, aber die Hinfahrt dorthin, die ist ja dann deutlich langweiliger als so eine schöne, lange, enge Strecke. Nimm die Ausfahrt rechts. Die ist ja viel sehenswürdiger. Deswegen gefällt es ja vielen mehr, ne? Weil du ja spektakulär kämpfen musst, wie die Leute entgegenkommen und wie du hinter denen bleiben musst. Was ist ja das? Das Gleiche. Du siehst, wie die Leute heutzutage dann den Steinbruch überwältigen wollen. Ja. Und am Ende das Gleiche. Oh, jedes Mal hin zum Feiern. Und am Ende das Gleiche immer wie jeder Grund ist, weil man da die meisten Leute trifft und unter die Leute kommt. Oh ja. Deswegen fährt man halt auch dahin. Ist halt oder nur, einige. Ist halt nur dann leider Zählpass links.
leider traurig, wenn du an anderen Stellen fährst und du siehst so gut wie keine Sau. Ja, und deswegen, für viele, die es halt können, wo es der Rechner mitmacht, und deswegen zieht es halt trotzdem die meisten da hoch. Obwohl die eigentlich mal woanders fahren würden. Dann fahren die mal woanders und dann gehen sie wieder Kirkenes, weil sie merken, da ist am meisten los. Ja, das ist wie Wackertreff und schlechthin der Kirkenes-Steinbruch. Sind mal aufgefallen? Ja. Oben an der deutschen Wiese, wo sie sich immer alle treffen. Ich fahre übrigens 70. Ja, 70? Ja, ich gehe gerade auf 70 hoch. Also wenn da jemand gefunkt hat, ich habe nichts verstanden. Ja, nicht irgendwie auch nicht, ja, ne? Das ich hab's gesehen, aber... Desiree. Funk wiederholen, bitte. Was hätte ich jetzt nicht gefragt, aber... Ja, schon weg. Naja, da war dann schon der Abstand zu groß. Es gibt welche, die sind im Funk aber auch sehr leise. Oh ja. Ich hab da schon echt krasse... Stimmenlagen schon hören dürfen, das selbst auch wenn du ja Kirkenes bist und damit vielen bist, Steve, dann merkst du ja genauso wie Leute dann, ne? Manchmal reden und ticken. Ganz ehrlich, wenn also. Ich solche Strecken fahre, ich switche den Funk, weil mir das irgendwann zu viel ja, wird. Ja, ich auch. Das ist, sag ja, das ist wirklich, ne? Aber auch überhaupt irgendwelche, schon die Namen sind manchmal auch echt krass, so, ne? Wo ich mir denke, so, ne? Also, die man erleben dürfte. Das Beste, was ich immer noch gefeiert habe, als ich das erste Mal, glaube ich, gefahren bin, da war Termi, glaube ich, auch dabei gewesen, war diese komische Bibo-Logistik, Alter. Ja. War auch so ein totaler komischer Name, ja. Es gibt die kuriosesten. Gab es nicht sogar mal eine Spedition, die hieß Dünnsches? Ja, irgendwie. Dünnsches e.V. Genau, richtig. Irgendwas das war weiß da, ich nämlich auch noch. Genau, ja. Ja, einfach ein Fahrer in die Schnitzelkruste. E.V. Ist, deswegen, weil es ein ausgedachtes Vieh war und eigener Verein. Also, es gibt die interessantesten Speditionennamen und auch Spielernamen grundsätzlich. Das ist schon aber ey, das, wenn die sich so nennen wollen, dann wird schon seine Gründe ja, haben. Ja, klar. Auf jeden Fall war von auch. Dem von Schnitzelkruste bis Gurkenglas war alle dabei. Und Gurkenschnitzel. Bei meinem Namen stört es mich ja leider, dass ich das GER hinschreiben muss, weil der Name Mr. Stevie ist vergriffen auf TMP. Von irgendeinem Briten oder so. So ein Kreisverkehr. Deswegen musste ich dieses GER dazu schreiben. Am Kreisverkehr, zweite Ausfahrt. Kreisverkehr gerade fahren, ne? Nimm diese Ausfahrt. Das habe ich gesehen. Hat Ray auch gemacht, deswegen habe ich es gemacht. Ja, Ray. Aha. Also, wie gesagt, wenn es nach mir ging, würde ich das GER weghaben, aber da der Name vergriffen ist, lebe ich mit dem, wie ich meinen Namen halt habe. Ja, ich komme schon hoch. Na, wer braucht geschüttetes Bier? Es gibt nur geschüttetes Bier und kein gerührtes, bitte. Habe ich auch innen drin geschüttetes Bier. Weißt du, geschüttet und gerührt und geschüttelt und weißt du, die Geier was? Wirklich. Ich hoffe, der Rücken beruhigt sich bald mal wieder. Die Berge im Hintergrund, das hat schon was, ey. Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, man hört mich doch gut. Ich habe mich jetzt gerade anders still gesetzt. Ja, solange das Mikro nicht im Arsch hast. Nö. Warte. Nee, bitte. Jetzt hören wir es in Stereo wie auf Hoch. So klar, Steve. Und du fällst auch noch darauf rein, Steve. Ist so klar, ey. Gott, ey. Wen meinst du jetzt, Sepp? Was schon? Nicht dich, Tami. Es geht nicht immer um dich. Wow. Abbieche. Einfach Ray. FZ-Logistik.de. Immer einen Blick wert. Biege nach links ab. Demnächst rechts abbiegen. Jucken abbiegen. Kann man das spachteln? B
biege nach rechts ab. Okay, das ist eine geile Strecke hier. Ich hab den Schild umgeschmissen, aber ja. Den nächsten rechts abbiegen. Alter, das ist eine kranke Strecke hier. Biege nach rechts ab. Sag nichts, Tommy. Ich hätte gerne mein Schild wieder bitte. Was ist denn? Ich hab doch gar nichts gesagt. Lass mich in Ruhe. Sie hat Vorfurcht vor dir, Tommy. Ja, ich weiß auch nicht, was sie jedes Mal hört. Warum soll ich immer was gesagt haben? Oh, ich hätte jetzt gefühlt, Steve, ne, wenn bim bim, das wäre jetzt was geworden, ey. Was mit der alten Schranke oder was ja, meinst du? Ja, das wäre jetzt was geworden. Bim bim. Hätten wir alle irgendwie warten müssen. Bim, na, so wie ich Glück habe, werde ich gleich jetzt bim 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 bekommen. Ich hätte gefeiert, wenn die Eisenbahn gekommen wäre. Am besten noch dann, wenn ich gerade drüber fahre. Oh, jetzt ja. Feier ich natürlich erst recht, hä? Nee, könnt ihr mal ein bisschen langsam fahren, bitte? Oh, ist klar. Ich hänge hier so dämlich wieder an dieser blöden Ecke. Müssen wir sowieso hier bei der Strecke. Ich bleib dann mal auf 70 wieder. Was ein Scheiß hier. Immer Ecke. Warum Ecke? Was, bist du hängen geblieben oder was? Ja, na klar, genau an der blöden Kurve. Ja. Oh, Engelchen liegt. Engelchen liegt? Ja. Okay, hier vorne können wir halten. Gute Nacht. Okay. Schlaf in Engelchen. Flauschig. Nein. Das ist bitter, ja. Flauschig ist unverkäuflich. Feier schon vorbei, ist ja gut. Ey, ich bitte nicht das. Oh, bitte. Lass sie jetzt nicht direkt vor meiner Nase spawnen. Doch. Also dann weiß ich nicht, was passiert, weil dann kann ich nicht so schnell abbremsen. Soll ich laden oder? Na klar, laden und ja, dann genau, zurückladen. Weißt du noch, wie das geht oder brauchst du dafür Hilfe? Ja, ich krieg's hin. Jo. Bin ich weg? Was hast du denn jetzt gemacht? Wo ist denn jetzt der Trailer hin? Du wirst mir jetzt nicht sagen, du hast den Trailer gerade zurückgeschickt, oder? Nee. Bei deiner Zugmaschine, die liegt hier noch. Hä? Hä? Was mach ich denn? Och Mann, ey. Einfach auf Laden, unten den Haken bei Autoload rein und dann oben das erste nutzen. Hab ich gemacht. Und es lädt noch. Dann wenn es noch lädt, dann ist er gut. Okay, dann muss ich stehen bleiben, weil... Wiss nicht, ob der Hänger hier vielleicht vor meiner Nase gleich nochmal spawnt. Werden wir gleich sehen, also aktuell. Ja. Tommy? Ja? Ich hab mich mal eben mit der Flycam auf deinen Beifahrersitz gesetzt, ne? Ja, ich wollte auch gerade sagen, ich guck von oben hier mit der Flycam flauschig. Sam, ich guck auch von oben. Ja, wir haben die Flycam hier aktiviert so lange. Gucken, was hier so passiert bei den Stelle. Ja, da fahr ich gar nicht mal mit euch mehr mit. Mann. Ruhig. Was hast du denn jetzt schon wieder für ein Problem? Frag doch nicht immer nach. Das pusht ja noch mehr. Ich weiß doch ja nicht, was sie jetzt für ein Problem hat. Ja, dann lass es doch. Sie hat was gesagt. Gut. Wir warten doch alle fleißig, wie man es gewohnt sind. Keine Ahnung, was er hat. Ich bin einfach irgendwie bin ein bisschen schnell gefahren und ich bin irgendwie umgekippt. Ja, dann lädt man sich zurück, ohne groß Terrain, ohne groß Rumgeeier. Wir warten ja und dann ist doch alles gut. Ja. Was lädt noch? Das kann das ist eine Promotion mal. Einfach warten. Ja. Ja.
Lass mal das Tor an. Oh, du bist ja aber nicht dran gekommen, Flushing, oder? Wo denn? Wo ich dann umgekippt bin? Nö, ich hab ja gebremst. Wie lange dauert es denn noch, ey, in Ordnung? Schau, aus die Kurve zu tun, was ich meine, nicht. Entschuldigung. Was? Nee, sie hat versehentlich Feuerchen gemacht und meinte dafür entschuldigen sich zu müssen, obwohl es doch keiner so mitbekommen hat. Ja doch. Was mal raus muss, muss raus. Danke, dass du mich verursachen. So, damit haben wir schon das erste Foto drin. Liegt noch bei mir noch das LKW noch? Kann ich nicht sehen. Laut dem Meterabstand hat sich da nichts verändert. Nein, der liegt also immer noch an der Ecke. Ja, der liegt da noch, ja. Dann musste die anderen sagen, die mit einer Flycam gerade über der Henne ja Unfallstelle liegen. Sie rutscht sogar rückwärts. Siehst du das, Zep? Nee, jetzt sind also aus bei mir 500, rutscht sie ja nicht. Aus 535 sind jetzt 535,1 geworden. Muss man drauf achten, ja. Oben. Ist auch egal. Jetzt ist eine 2 rausgekommen worden. Oh. Die rutscht okay. Runter. Keine Ahnung. Bei mir verändert sich die Zahl gar nicht, aber okay. Nee, deswegen, also. Jetzt bin jetzt ich weg. Jetzt ist er weg. Ja. Gut, jetzt danke. Bist du weg. Und wahrscheinlich auch aber oben rechts offline. Mhm. Hast du Glück gehabt. Kann ein Reliable bekommen. Cool. Wo steht ihr genau? Weiter vorne. 1361 Kilometer. So, jetzt bitte still sein, weil wegen Schild ist das nie Umschmeißer. Winken. Schild ist stehen geblieben. Bravo. Aber ich war ja ganz Zeit still, aber ich bin einfach umgekippt. Strecke kann ich gar nicht. Was, die Strecke kennst du gar nicht? Die hier, die Straße, die jetzt so eng ist. Ach so. Was macht die Bim-Bap-Bim-Bam? Nee. Ist gleich eine Stunde unterwegs. Hab ich ja Schwein. Oh, es leckt wieder. Ich würde mal dir empfehlen, wenn es dein Rechner nicht macht, den Safe Edit rauszunehmen. Ray? Dann leckt das auch weniger, ja? Was bedeutet eigentlich, was soll ich bei nehmen? SpeedPow orange angezeigt wird? Oder gelb? Rausgetappt. Und jetzt langsam fahren. Kurven. So, jetzt langsam.
Da vorne kommt gleich wieder so eine dicke, fette Megakurven-Ecke. Mhm. Ah, da kommst du doch schon ein Engelchen. Okay, Ray. Aber lass mich erst mal anzukommen. Bin ich nur steinig? Ja, ich fahr nur langsam los. Ja, kannst du schon mal langsam losfahren. Genau, vor mir einen reinlassen. Vielen Dank, ihr mich gewartet habt. Vielen Dank. Machen wir bei ihm eigentlich. Soweit jetzt alles dran, ja? Ja, Engelchen, bitte dann vor meine Nase. Ja, mach ich. Kannst ruhig auch an mir vorbeirollen, alles gut. Ja. Dankeschön von euch zwei. Ihr könnt. Langsam hoch. Fein, LKW, fein. Hinten an der Kurve musst du langsamer werden, Engelchen. Weil die ist eine Scharfe hier. Jetzt haben wir schon eine scharfe Kurve und eine Ruckelkurve. Irgendwann kommt noch die scharfe Ruckelkurve. Mir wäre es lieb, wenn es so eine Kurve gäbe, mit am besten schlafenden Polizisten auf der Straße, wo du dann so richtig durch die Kurve bretterst und dann nur noch rüberhilfst und über der Leitplanke abzwitscherst. Das wäre doch optimal. Warum? Keine so Ahnung, warum das optimal wäre. Na, was auch immer der für Wünsche hat, ey. Na, für diejenigen, die der Meinung sind, in der Kurve kann man ja trotzdem richtig schön Gas geben. Nur weil sie denken, dass sie den Wagen richtig unter Kontrolle haben. Das ist dann eine Lehrstunde für diejenigen, die durch die Kurven rasen. Normalerweise ist es ja auch so, dass du kein Gas in der Kurve gibst. Aber gut. Richtig, wenn, dann tut man aus einer Kurve raus beschleunigen, wenn man fast draußen ist. Ja, aber das würden ja die schlafenden Bullen machen. Dich im wahrsten Sinne des Wortes aus der Kurve katapultieren. Einfach vor steilen Kurven unten hier die Spaßbremsen, fertig. Oh. Du wirst du zum Bremsen gezwungen. Ja, ich weiß, welche Bremse du meinst. Die gibt's bei GTA RP drinne. Richtig mies, mitten auf einem schönen Highway-Bereich. Über der Brücke hin drüber. Du denkst dir, ja gut, du kannst Vollgas geben, weil du es ja normalerweise bei GTA Online gewohnt bist. Und dann kommt da so eine olle Bremslatten. Dann haben sie das bei Baustelle. Bei uns ist das nicht. Ja. RP Server 2. Da ist es auf jeden Fall drauf, leider. Ihr habt wahrscheinlich links abbiegen. Server 3, oder? Ich spiele auf Grand nicht. Biege nach links ab. Wie, hier gibt's doch jemanden, wo auf Grand RPs zockt? Naja, ich suche ja noch eine Family wieder. Meine letzten Versuche in der Family einzusteigen, ist dann voll in die Unterhose gegangen. Haben wir irgendwie alle nicht. Oh ja, Ray, ist klar. Nein, die kamen alle nicht mit meiner Psyche klar. Die haben das einfach nicht verkraftet, dass ich nun mal leider Gottes ein Fragezeichen bin. Okay. Du bist also ein Frage und ein Ausrufezeichen zugleich. Oh, danke.